Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 35. Folge von Swiss Info Doof aus Switzerland. Heute in ein bisschen ungewohnter Umgebung, weil ich bei jemand anderem bin, der sich auch immer wieder gerne lautstark zum Wort meldet. Hey, ich habe keinen Bock mehr auf FIFA, kann ich da mitmachen? Wenn du willst, gern, komm mal ein bisschen Leben da drin. Damit ihr euch einigermaßen ein Bild von ihm machen könnt, blende ich euch mal einen ganz kleinen Ausschnitt von ihm ein, den ich persönlich einfach nur gefeiert habe, als ich das gesehen habe. Ich mach nicht! Es ist das gewesen, kurzzeitig! Wer in der Schweiz Blut spenden will, ist in Blutspendenzentren an sich herzlich willkommen. Außer er ist schwanger, krebskrank, also ich meine, sie ist schwanger, er ist krebskrank oder eben homosexuell. Nämlich dürfen Homosexuelle seit dem Jahr 1977 in der Schweiz kein Blut mehr spenden und das hat immer wieder für Diskussionen gesorgt. Als Begründung ist natürlich unter anderem die Gefahr von einer HIV-Infektion genannt worden. Andere wiederum finden, das ist einfach Diskriminierung. Aber schlussendlich läuft es jetzt darauf aus, dass es mittlerweile eine Lockerung gegeben hat. Nämlich dürfen Schwule jetzt Blut spenden, wenn sie seit einem Jahr keinen Sex mehr hatten und darunter versteht man auch geschützten Sex. Da tut sich einem natürlich die Frage auf, ob geschützter Sex da wirklich als Kriterium gelten soll oder ob man einfach sagen soll, nein, nur ungeschützten. Martin, was machst du? Also der Martin demonstriert hier den Sachverhalt sehr präzise. Danke vielmals. Immer mit Kondombumsen. Jetzt ist aber schlussendlich doch wie immer eure Meinung gefragt. Was meint ihr dazu zu dieser Lockerung? Findet ihr das richtig? Oder findet ihr, man muss Schwule sowieso in dieser Hinsicht gar nicht benachteiligen? Oder macht ihr euch doch ein bisschen Sorgen um die Gesundheit oder um das Risiko für eine HIV-Ansteckung? Eure Meinung wie immer in den Kommentaren. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Holland leider nicht geschafft, um sich für die EM zu qualifizieren. Da fragt man sich natürlich, sind die bekifft auf dem Platz gewesen? Das ist natürlich etwas richtig Amüsantes und vor allem macht sich das ganze Netz darüber lustig. Auf Twitter, Instagram und in den Printmedien findet man natürlich jetzt abartig viele lustige Sprüche und amüsante Bilder zu dem ganzen Thema. Schlussendlich hat die ganze Sache aber natürlich auch etwas Gutes und zwar diesmal wird Robin verletzungsfrei aus dem Turnier rausgehen. Die grosse Frage ist jetzt natürlich, gönnt ihr das Holland, dass sie rausgefallen sind? Oder findet ihr mehr so, nein, es wäre schon noch toll gewesen, wenn die Weltstars wieder von Percy oder halt eben der Robin an der EM dabei wären? Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ein Kampfjet von der schweizerischen Luftwaffe mit dem Typus FA-18 ist im französischen Jura abgestürzt. Also tiefer kann unsere Luftwaffe wirklich nicht mehr sinken. Glücklicherweise ist der Pilot unverletzt geblieben, aber man fragt sich, jetzt haben wir schon den Gripen abgelehnt und jetzt stürzt uns auch noch einer von diesen FA-18 ab. Mit was verteidigen wir unser Land in Zukunft? Andere wiederum fragen sich zu Recht, wieso geben wir Steuergelder für einen Jet aus, wenn er wieder abstürzt und es ist so kompliziert, es ist so ein hohes Thema. Nochmal ein Flachwitz. Einfach eure Meinung in die Kommentare. Laut einer österreichischen Studie neigen die Leute, die viel Kaffee oder Bier konsumieren, dazu ein Psychopath zu sein. Und da fragt man sich, wie kommen die Österreicher auf so einen Scheiß? Man fragt sich's mittlerweile nicht mehr. Wenn ihr viel Kaffee oder Bier konsumiert, dann lasst mir bitte wissen. Ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen, wer meine Videos schaut. Also bitte, euer Konsumverhalten ab in die Kommentare. Die Wirtschaftskommission vom Nationalrat würde gerne den Geschäften die Möglichkeit geben, dass sie amigs länger offen haben. Das neue Gesetz würde es den Geschäften ermöglichen, zum während der Woche zwischen 6 und 8 offen zu haben und am Wochenende dann zwischen 6 und 7. Befürworter von dem Ganzen halten das für eine gute Massnahme gegen den Einkaufstourismus. Sind ihr eher so wie ich und findet, yes, ich muss auch noch am 11 Uhr oben unbedingt genau die Popcorn kaufen, die ich jetzt hier vorher in der Werbung gesehen habe? Oder findet ihr, man sollte eher auf die Mitarbeiter schauen, dass die auch irgendwie früher mal daheim gehen können? Schreibt es jetzt in die Kommentare rein. Das war es mit dieser 35. Folge von Swiss Info Doof aus Switzerland. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schaut auf jeden Fall auch bei Martin vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist einfach crazy, was dort abkommt. Kommt vorbei! Und damit, und jetzt machen wir jeder seine eigene Verabschiedung. Tschüss! Tschüss! Also ich glaube, der nimmt mich nicht ernst.